Hallo meine lieben Pokéfreunde und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Ultimate Randomizer. Beim letzten Mal haben wir unser erstes Pokémon bekommen. Und ich drücke dauernd auf B, Entschuldigung. Scheiß Xbox-Controller. Und haben ein Zapdos mit dem Typ Kampfwasser bekommen, das auch noch ein mutiges Wesen hat, was bei diesen Typen sehr praktisch sein kann, denn Kampf ist ja größtenteils physischer Angriff. Das kann uns sehr vom Vorteil sein, denn das Wesen mutig sagt uns, dass der Angriffswert hochgeht und der Initiativwert ein bisschen runter. Aber gut, was interessiert uns die Initiative, wenn wir einen Aquados haben? Leider haben wir noch keine Kampfattacken. Was ein bisschen blöd ist, weswegen wir auch gerade nur einen Spezialangriff technisch was haben, da hier ja noch Attacken nach ihrem Typ in Spezial und Physisch eingeteilt werden, soweit ich mich noch erinnern kann. Wir haben hier außerdem noch drei weitere Freunde, und zwar den Zenos, der vom Typ Pfiffig ist, heißt also, dass er in der Verteidigung etwas Plus hat und im Spezialangriff etwas Minus. Ist natürlich etwas kontraproduktiv, da es ein Elektro-Pokémon ist. Aber Regenguss kann dafür recht praktisch sein, wenn wir vielleicht irgendwann ein Niesel-Pokémon finden. Also ein Pokémon mit der Fähigkeit Niesel. Und die Werte sind ein bisschen mittelmäßig, aber dafür ist es halt auch ein Zubat. Es darf dann etwas mittelmäßige Werte haben, finde ich. Und auch nur eine Elektroattacke. Da sieht es doch bei unserer Katrin, bei der lieben Kadi, ganz anders aus. Die ist nämlich Typ Elektrogift, hat Chlorophyll als Fähigkeit. Das geht dann natürlich nicht mit unserem Zubat konform und hat ein ernstes Wesen, das neutral ist, also keine Statusveränderung. Ihr Spezialangriff ist schön hoch, was natürlich für Elektrogift sehr praktisch ist. Und wir haben hier drei Donnerattacken und eine Giftattacke, die natürlich sehr schön wird. Und unser halbes Derp-Pokémon, Poipoi, ein normaler Gift-Typ, der vom Typ, vom Wesen mäßig ist, das, lasst mich kurz gucken, im Spezialangriff etwas stärker ist, das heißt, wir geben ihm bloß Giftattacken. Und, Initiative, es geht dafür, dass es halt ein Level 3 Paras ist. Also ich würde sagen, wir haben relativ brauchbare Pokémon. Beim letzten Mal haben wir auch hier rausgefunden, dass wir hier auf Route 102 Lavados fangen könnten. Ich wäre natürlich dafür, dass wir uns ein komplettes Team aus allen legendären Vögeln holen. Aber genug geredet, wir gehen zu Papa in die Blütenburg City Arena, da der bestimmt auch mit uns reden möchte. Na, wenn das nicht Feldi ist, dann habt ihr also den Umzug beendet? Ja, wir haben uns ein paar Pokésklaven geholt. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hier gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Nein, ich möchte kein Arenaleiter werden. Dafür bin ich mir irgendwie zu schade. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich irgendwie schon. Und da haben wir Heiko. Ich hätte so gerne ein Pokémon. Bitte. Wie? Du? Ach gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten im Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich dann doch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Mäh. Wirklich? Oh, ich verstehe. Feldi, hast du das gehört? Ja, ich bin ja nicht taub.
Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen, damit er einen Trassler bekommt und ich nicht. Ah! Heiko. Ja, ich leihe dir mein Pokémon. Ich glaube zumindest, dass er auch hier Trassler bekommt. Heiko hat ein Zickzack erhalten. Oh, wow, ein Pokémon! Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh, wow. Oh, wow, danke schön. Feldi, kommst du wirklich mit? Ja, muss ich ja wohl. Irgendwer muss ja auf dich, Trottel, aufpassen. Ja, tut mir leid, aber Heiko ist so weich. Feldi, Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Ja, was du nicht sagst. Wie diesem hier, oder? Ja. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Was kann man da denn falsch machen? Schwächen, Pokéball drauf, fangen, fertig. Wow. Weh, du kriegst jetzt tatsächlich einen Trassler. Trassler! Ich könnte kotzen. Dieses Zickzack kann nur Deckel. Dafür kann Trassler Verfolgung. Okay, wir wissen ab sofort, was Trassler für ein Typ ist. Und zwar ein Unlichttyp. Zumindest habe ich das Gefühl, dass habe ich es in der Nasenspitze, dass Trassler ein Unlichttyp ist. Und warum kann Heiko dieses Trassler bei halber KP mit einem Pokéball fangen? Was soll das? Was soll das? Ich finde das total unfair. Und vor allem, weil wir uns beim letzten Lava das ziemlich schwer getan haben. Ja gut, die Fangrate ist auch etwas anders wie bei Trassler, aber trotzdem. Es riecht mich auf, dass er dieses Trassler noch nicht mal auf die Hälfte runter gedroschen hat. Ich habe es geschafft, das gehört mir. Mein Pokémon, fragt sich nur wie lange. Feldi, danke schön, lass uns zurück zur Arena gehen. Und? Hat es geklappt? Wieso sollte es nicht klappen? Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Feldi, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ja, gern geschehen. Trotzdem wirst du das Trassler nicht lange haben. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Feldi. Nun, Feldi, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaros City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter, was du nicht sagst. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Oh, wirklich? Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Feldi. Ja, mit meinen noch nicht mal Level 10 Pokémon gegen deine Level 40 Pokémon? Kann das hinhauen? Das wäre ja auch ein bisschen heftig. Gut, dann wollen wir mal in unser wirkliches Abenteuer starten. Vorerst möchte ich kurz mein Inventar checken. Wir haben 6 Tränke, einen Blattstein, den wir, eines unserer Pokémon zu verdanken haben. Falls wir nur Turzel fangen sollten, es wird so schnell ein Karpalores werden. Und wir haben 8 Pokebälle, was wir unserem massigen Vermögen von sagenumwobenen 3000 Pokédollar zu verdanken haben. Aber jetzt werden wir erstmal von Scott unterbrochen. Hallo Scott. Entschuldige bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Hab ich recht? Oh. Nee, ich renne hier so zufällig rum, ne? Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach ein ganz normales Kind. Ja, ich bin erst Trainer geworden, habe aber schon 4 Pokémon. Ich reise durch das Land, immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Wie unfreundlich.
Ich meine, er hat sich zwar dafür entschuldigt, dass er mir entgegengekommen ist, aber er ist verdammt unfreundlich. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was uns denn hier so Pokémon-technisch erwartet. Ich hoffe natürlich auf richtig coole... Oh, ein Arbok! Das Sprite sieht aber richtig geil aus. Vor allem diese unglaublich brennenden gelben Punkte. Hier können wir auch super grinden, fällt mir gerade auf. Magiemantel, gut, das heißt dann, dass Arbok wohl ein Psycho-Pokémon sein wird. Schön, wir können immer verschiedenste Typen brauchen. Zugabe. Gut, ich habe sowieso keine andere Attacke. Donnerschlag, hau drauf, Xenos. Ja, die Zugabe wird dir nicht viel nützen. Oh, der Ruckzuckhieb tut doch ein bisschen weh. Das heißt, du bist wohl normal Psycho, hm? Dann möchte ich mal gucken, ob ich dich vielleicht sogar so schon fangen kann. Obwohl, wir haben, glaube ich, noch genug Platz für einen Donnerschlag. Kann das sein? Bitte, lass es hinhauen. Oh Gott, ich bin so gut. Oh Gott, ich bin so gut. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Arbok uns folgen will. Und wir haben es gefangen. Und wir haben es gefangen. Ja, wir haben ein Arbok. Ein neuer Eintrag im Pokédex. So, Arbok, da bin ich ja mal gespannt, was du denn für ein Typ bist. Ich gebe dir mal den Spitznamen. Ich bin dafür, dass ich mal die chemischen Elemente abklapper und dich Argon nenne. Ich glaube, Argon war ein chemisches Element. Falls es falsch sein sollte, verbessert mich bitte in den Kommentaren. Aber ich glaube, Argon war ein chemisches Element. Und dann wollen wir mal gucken. Du hast ein Item bei dir. Oh, das nehme ich doch gerne. Einen Trank. Wie schön. Dann wollen wir mal gucken, was du bist. Ein Normal-Pokémon. Okay. Du bist pfiffig. Heißt Verteidigung plus Spezialangriff minus. Yeah. Morgengrauen, das war doch so eine KP-Wiederauffüllung. Okay, also Normal-Pokémon habe ich ungern im Team, weil die nichts können. Normal-Pokémon sind gegen nichts stark und haben auch sonst nicht viel drauf, deswegen habe ich die ungern in meinem Team. Oh, ein Dodri! Yay! Hallo, Dodri! Noch ein weiblicher, schön. Dann bin ich dafür, dass Xenos jetzt ein Donnerschlag... Okay, du könntest vielleicht ein Kampf-Pokémon sein. Ist gerade etwas unnötig, denn wir haben ja unser Aquados, das auch noch vom Typ Kampf ist. Na, aber ich möchte ungern, dass Xenos uns jetzt hier wegverreckt. Oh, ein Volltreffer. Das finde ich schön, deswegen wechsle ich jetzt Katrin ein. Die darf da nämlich auch noch so ein paar EP für sich beanspruchen. Konter. Ja, der Konter ging aber ordentlich daneben. Und ich hätte gerne einen Funkensprung. Ja, die gute Katrin hat eine schöne Initiative wert. Finde ich toll. 10 aus erreicht, Level 5. Katrin erreicht Level 6. Ja, Kadi. Oh Gott. Das wird schlimm mit mir. Vor allem, wenn ich Kekleon namens Kadi. Also, ich weiß nicht, was da beim letzten Mal in mich gefahren ist. Aber ich werde es jetzt einfach beibehalten, weil ich es geil finde. Dass mir einfach dieser Name eingefallen ist. Ach. Naja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt in Richtung des Blütenburger Waldes begeben und uns dann mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir gleich... Oh, Sinelbeeren. Hallo, Sinelbeeren. Give me Sinelbeere. Danke.
Und dann durftest du eine Pirsifbeere, also eine Giftheilungsbeere sein. Gegengiftbeere in der zweiten Generation. Aber das muss man nicht wissen. Dann möchte ich gerne hier lang und gegen die Olle kämpfen. Mit wem kämpfen wir denn gegen die Olle? Boah, Xenos wird er schon schaffen. Mal sehen, was die Olle denn so für Attacken hat, für Pokémon hat. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Ja, wenn's weiter nichts ist. Wieso nicht? Na dann, zeig mal, was du drauf hast. Vor allen Dingen, weil diese Ladies... Na okay, jetzt ist er eine Analystin, aber trotzdem wird sie uns genauso viel Kohle geben wie vorher. Analystin Jasmin möchte mit uns kämpfen und hat ein Taubsi dabei. Mal sehen, was... Taubsi hat in dieser Generation einen verdammt hässlichen Sprite. Muss ich ehrlich sagen, also der Sprite ist nicht gerade hübsch. Keine Wirkung. Okay, das heißt, wir werden auf Aquados wechseln. Wir müssen auf Aquados wechseln, denn dieses nette Taubsi scheint ein Bodentyp zu sein. Könnte natürlich etwas unangenehm werden, aber gut. Was muss, das muss. Aquaknarre los. Wow, das ist sehr effektiv. So muss das sein. Und der Knochenmarang wird uns nicht viel Schaden zufügen, denn Aquados ist overmighty. Go, Aquaknarre. So muss das aussehen. Tschüss, Taubsi. Und Aquados erreicht Level 9. Yay. Och, möchtest du keine Attacke lernen? Auch in Ordnung. Also. Oh, meine Güte. Und ich gewinne 1400 Poké-Dollar. Ja, ist doch wundervoll. Jetzt sollen wir natürlich ein bisschen schneller ins Poké-Center rasen. Vielleicht kommt uns ja auf dem Weg dorthin ein nettes Pokémon entgegen. Okay, dann halt nicht. Dann bin ich dafür, dass wir vielleicht noch die Trainer, die uns da unten am Strand erwarten, vielleicht noch anquatschen, so von verwegen hier, Kumpel, ich hätte da gerne mal einen Kampf hier gehabt, ne? Dann wollen wir mal gucken, was denn da so Sache ist. Ja. Also. Komm her, Trainer. Komm her, Trainer. Oh, komm schon. Na, also geht doch. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Gut, dann ist das total lustig. Und du bist... Na? Elite-Trainer Cristiano. Das heißt, du bist ein... Okay, Teenager sind ab sofort nur Elite-Trainer. Die sehen auch total Elite aus. Und ein Fifien. Ja, putzig. Hast du etwa dein Pokémon behalten dürfen, oder was? Ich hasse Fifien. Ich kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Das ist nicht sehr effektiv. Fauna-Statue. Ich glaube, ich nehme dann doch lieber meine Gattrin. Die kann wenigstens Gift attacken. Denn dieses Fifien scheint mir ein Pflanzentyp zu sein. Hallo, Schlammbart. Ja, das hat gepfeffert. Das hat ordentlich gepfeffert, doch. Na dann, Katrin erreicht Level 7. Ich glaube, die behalte ich auch. Blitzkanone, ohoi. Und ich habe beim letzten Mal gelernt, die Wirkung ist da unten in der Ecke. Also, Blitzkanone hat eine Stärke von 100, eine Genauigkeit von 50. Da muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, ich behalte Donnerblitz und Funkensprung, denn wir haben hier einen Donnerschock, der vergessen werden will. Und das Schlammbad möchte ich auf jeden Fall behalten, denn wir brauchen auf jeden Fall eine Giftattacke, die uns gegen Pflanzen-Pokémon sehr gut abwehrt. Als nächstes möchte Kokuna eingesetzt werden. Gut, dann bleiben wir bei Katrin. Also Katrin behalte ich auf jeden Fall, denn sie hat eine sehr schöne Typenzusammensetzung.
Und wollen wir vielleicht die neue Attacke ausprobieren? Ja, ich probiere sie mal aus. Vielleicht trifft sie ja. Ne, Gegner nehmen. Schade. Säure.